herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Und ich bin der Daniel. Und heute wollen wir uns wieder mit der Oldschool-Renaissance beschäftigen oder dem Oldschool-Rollenspiel. Das ist der zweite Teil unserer kleinen Themenreihe. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie man Oldschool eigentlich spielt. Was das bedeutet, das zu spielen, wie man das leitet und was so die Herangehensweise ist an dieses ganze Thema. Und die Oldschool-Szene hat ja einige Artikel zu dem Ganzen. Die Szene ist ja ohnehin sehr rege. Und es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Pfeiler, so ein paar Grundpfeiler, könnte man sagen, an denen man sich aufhängen kann. Und ich glaube, dass wahrscheinlich das bekannteste der Oldschool-Primer ist, der von Matt Finch geschrieben wurde. Ich glaube, du hattest mir den mal gegeben, Andreas. Genau. Also im Zweifelsfall habe ich dir den irgendwann gegeben, ja. Der ist die Grundlage für alles. Ich glaube, viele Leute, die sagen, Oldschool ist Mist oder nicht verstehen, was daran gut sein soll, die haben diese Grundlagen von dem Oldschool-Primer nicht gelesen oder noch nie was von gehört, weil wenn man das nicht verinnerlicht hat, versteht man, glaube ich, viele Punkte, was jetzt an so alten Abenteuern in irgendeiner Form gut sein soll, versteht man einfach nicht. Das Problem ist ja zum Beispiel für mich, ich habe so ja nie gespielt. Also ich bin ja viel zu jung im Grunde genommen, um diese ganze Startgeschichte zu haben. Ich blicke also sozusagen theoretisch auf das Ganze, ne, um dann einmal einen Blick darauf zu kommen, wie früher gespielt wurde, beziehungsweise was für Möglichkeiten auch diese alten Spiele haben. Denn nur weil ein Spiel alt ist, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr funktioniert. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. D&D, erste Edition, funktioniert. Das ist ein funktionierendes Spiel. Nur weil es die fünfte Edition gerade gibt, heißt es nicht, dass ich die erste nicht mehr spielen kann. Ja, du wirst aber lachen. Ich glaube, mein Blick zurück ist fast genauso theoretisch wie deiner. Weil an vielen Punkten, die da besprochen werden, sehe ich, dass das zwar so funktioniert und dass es damals funktioniert hätte, wenn wir so gespielt hätten. Aber wir haben gar nicht immer so gespielt. Und das ist dann auch der Punkt, wo viele sagen, das ist doch nostalgischer Mist, das Oldschool-Rollenspiel, weil da werden Dinge verklärt, die damals ganz anders liefen. Und da hatten wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten. Das ist für mich der Reiz an der ganzen Sache, dass wir mit einem modernen Blick auf die alten Sachen zurückgucken, sehen, was damals nicht funktioniert hat und jetzt sehen, wie man es besser machen kann. Und dazu gehört dieser Oldschool-Primer hier. Also gucken wir mal. Ich glaube, wir werden feststellen während des Gesprächs, dass viele Sachen für mich genauso theoretisch sind wie für dich. Umso interessanter. Wir hatten ja schon im Vorgespräch ein paar Highlights dabei, fand ich ganz nett. Insofern schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir gehen den Oldschool-Primer jetzt nicht nach und nach durch, sondern wir mischen ein paar Sachen und das Ganze basiert auf einem Artikel, der nennt sich Beyond the Old School Primer, ist von einem sehr netten Blog, der Retro Roleplaying Blog. Und das Ganze verlinke ich natürlich unten, dann kann man sich das anschauen. Auch den Old School Primer verlinke ich unten, kann man sich dann auch anschließend anschauen. Und es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die ziemlich interessant sind. Zum Beispiel Philotomies Dungeons and Dragons Musings verlinke ich auch unten, gibt's auch gratis. Ganz langes Booklet sozusagen. Da gehen wir nicht so viel drauf ein, das machen wir vielleicht in späteren Folgen. Und der letzte Punkt, der auch ziemlich interessant war, das war das Lamentations of the Flame Princess Spielleiterbuch. Da kommt auch irgendwann eine neue Version von raus, oder? Das ist vor ungefähr 100 Jahren gekickstartet worden. Okay. Und jedes Mal, wenn er was dazu berichtet, wird dieses Buch dicker. Also das sind ja alles DIN A5 Bücher und ich glaube, der letzte Stand waren 400 Seiten oder sowas. Wenn man sich das Regelbuch anguckt, hat glaube ich irgendwie 100 oder so. Das heißt, das wird ein richtig, richtig fettes Buch. Ich bin total gespannt. Das sind das erste Mal Monster drin und er wollte eine W1000-Tabelle für besondere irgendwas mit reinpacken, glaube ich. Also irgend so ein Wahnsinn. Das wird bestimmt spannend, aber zieht sich noch. Also ich weiß gar nicht, das ist 2013 erfolgreich gekickstartet, 2012, 14, irgendwie sowas. Also das ist ein bisschen überfällig, aber wird dafür auch irgendwie immer dicker, ja. Jedenfalls ist auch das erste Buch ist davon sehr interessant. Werden wir auch noch nicht so weit drauf eingehen, mit Spielleitersachen, das kommt dann später nochmal in der Themenreihe hier. Aber interessant ist es allemal und da lohnt sich ein Blick drauf. Auch wenn man kein Oldschool spielt, lohnt es sich trotzdem, die Sachen durchzulesen. Da sind sehr kluge Dinge drin. Ja. Okay. Ganz kurz noch, ich würde den Retro-Roleplaying-Blog ganz gerne noch wegen einer anderen Sache erwähnen. Und zwar haben damals ja bestimmt viele mitgekriegt, dass ein M20 gebaut wurde von irgendwem. Das war die Idee, dass man das D20-System auf eine Seite zusammenschrumpft. Und die haben das Ewigkeiten in einem Forum entwickelt und haben dann also wahrhaftig die Regeln runtergedampft auf ein oder zwei Seiten
und verweisen aber auf die D20 SRD, also dieses System Reference Document, dass man da die Zauber und besonderen Fähigkeiten und so weiter raussuchen kann. Und das wurde dann halt auch wieder so ein bisschen aufgepumpt mit Zauberspruchlisten und so. Und dieser Typ von dem Retro-Roleplaying-Blog, der hat einen M74 und später dann M75 und ich weiß nicht was gemacht, wo der also diese M20-Regel nimmt und kleine Bücher schreibt, wie man das oldschoolisiert oder wie wir es nennen wollen. Und hat dann da auch schlecht Erklärungen zu. Ich glaube, der hat inzwischen 10 verschiedene Varianten mit Extended und nicht Extended und 74 und 75 und 78 und was er nicht so alles im Laufe der Jahre da verändert hat in seinem Spiel, unterscheidet sich alles noch marginal. Aber ist trotzdem mal ein Klick wert. Liest sich ganz nett. Wie wir schon in der letzten Folge sagten, die Szene ist so rege, dass man da gar nicht auf alles aufmerksam gemacht werden kann. Also es ist so viel, was da passiert und schon passiert ist, da lohnt sich immer mal ein Blick darauf rumzuklicken. Genau. Okay, dann starten wir mal das Ganze und wir starten natürlich auf der ersten Stufe, so wie jeder Abenteurer auch auf der ersten Stufe startet. Das Interessante bei dem Oldschool-Rollenspiel ist ja, dass es gerade am Anfang sehr heroisch ist und nicht superheldenhaft. Da könnte man einen Vergleich ziehen zu den neueren Varianten von D&D, wo man dann gerade bei D&D 4 schon extrem kompetent gestartet ist auf der ersten Stufe und vielleicht in der fünften Edition natürlich wieder ein bisschen zurückgerudert wurde. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendein Oldschool-Rollenspiel rauspacke oder eines von den neueren Sachen wie Lamentations oder Adventurer Conqueror King oder sowas, dann starte ich auf Level 1 und ich bin, naja, noch ziemlich fragil als Charakter. Ja, fragil ist gar kein Ausdruck. Also, wenn man sich die alten Spiele anguckt, also ich bin ja damals mit der roten Box sozialisiert worden, also rollenspielmäßig sozialisiert. Und da war es so, dass die Trefferpunkte am Anfang ausgewürfelt wurden und die Kämpfertypen, die schon, also die meisten Trefferpunkte von allen hatten, haben normalerweise mit 1W8 Trefferpunkten gestartet und ein Schwert hat aber auch einen Schaden von 1W8 gemacht. Das heißt, je nachdem, was man da gewürfelt hat in der ersten Stufe, war man mit einem Schwertstreich hinüber. Wenn man Glück hatte, wurden zwei gebraucht. Das war's. Wie geht man denn damit um? Also, das ist doch ein Punkt, ich finde das total faszinierend. Du kannst irgendwie nicht so richtig mit dem bauen. Ich meine, wir haben ja das One-Pot-RPG gespielt. Ähnliche Situation. Du bist als Figur so fragil, dass du keine feste Bindung aufbaust zu ihr, oder? Ja, am Anfang nicht. Und das ist das, was heutzutage dann auch, glaube ich, Sinn und Zweck oder Ziel des Ganzen ist. Naja, was Ziel ist falsch. Aber es ist das Besondere, dass wenn man eine Figur in die dritte Stufe bekommt überhaupt, dann hat die schon einiges mitgemacht. Und die hat vor allem auch ein paar richtige, echte Heldentaten vollbracht, wo sie gegen eine Übermacht von Leuten, wo sie eigentlich hätte draufgehen können, sollen, müssen, eben nicht draufgegangen ist. Das ist heutzutage meiner Meinung nach der Reiz an der ganzen Geschichte. Damals gab es so ein Witzchen, vor der dritten Stufe brauchst du deiner Figur keinen Namen zu geben, weil die ist sowieso tot. Das wurde dann auch sehr schnell gehausregelt, weil das die Leute dann ziemlich schnell genervt hat. Das ist dann auch einer der wichtigsten Kritikpunkte, was ich so lese, von modernen Rollenspielern an das Oldschool-Rollenspiel, dass sie sagen, was soll der Quatsch? Was soll ich mit einem zauberkundigen Charakter, der nur einen Zauberspruch am Tag sprechen kann? Der kann nichts, der hat 1W4 Trefferpunkte. Das heißt, ein Schwertstreich bringt den mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um. Und der ist immer nur ganz im Hintergrund, der kann kaum was machen. Und der kann auch nur einen Zauberspruch. Was soll ich mit so einer Figur? Dafür aber, wenn der erstmal einen Feuerball kann, ist der besser als jeder Kämpfer. Lohnt sich also eventuell, den in die höhere Stufe zu kriegen. Ist am Anfang halt ein bisschen mehr Arbeit. Das wurde bei uns sehr schnell gehausregelt, dass die Leute immer maximale Trefferpunkte hatten oder sowas. Da können wir uns ja gleich noch drüber unterhalten, welche Lösungen es da gibt. Aber das ist meiner Meinung nach der Reiz, dass man eine Figur oder dass eine Figur, die man überhaupt in höhere Stufen kriegt, dass die einem schon sehr ans Herz gewachsen ist und dass die sich darüber entwickelt, was er erlebt hat und nicht, was ich vorher stundenlang oder seitenweise an Hintergrundgeschichte aufgeschrieben habe. Es ist im Grunde der Survival of the Fittest, könnte man sagen. Das erste Mal habe ich ja diese Art kennengelernt in der, ich würde schon sagen, in der vollendeten Variante bei Dungeon Crawl Classics, wo das Überleben zur Kunstform erhoben wurde mit dem Adventure Funnel. Absolut. Ja. Und das werde ich auch nie vergessen, wie wir das zusammengespielt haben mit dem wahrscheinlich besten Funnel, den es gibt, Sailors on a Starless Sea. Und das funktioniert ja wirklich dann nochmal ganz großartig. Da startet es ja noch nicht mal mit einer Stufe, da startet es auf Level 0.
Und du spielst nicht eine Figur, sondern fünf. Und läufst dann in die Festung, aus der Mutanten rauskommen. Ja, ich sag mal so, jeder, wenn du einen Charakter dabei hast, der ein ziemlich gutes Attribut hat, der vielleicht Zauberer werden könnte oder sowas, dann lässt du den von deinen anderen vier Figuren so schützen. Den lässt du dann immer ganz hinten laufen. Genau. Das ist unglaublich unterhaltsam. Ich habe mal in einem Podcast gehört, dass niemand, der das liest, glaubt, dass das Spaß machen kann. Das glaube ich sofort. Also nein. Also beziehungsweise ich habe das gelesen und dachte, wie geil, und wollte das dann unbedingt spielen. Aber dass das häufig nicht geglaubt wird, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist aber super. Das ist nämlich genau diese Idee von dem, die haben sich halt überlegt, wie machen wir denn das Problem, dass die Leute am Anfang immer gleich sterben, zum Spaß. Und das macht richtig Spaß. Es ist so ein, ich weiß noch, als wir das gespielt haben, dass die Leute, die Charaktere sind zu so einer Ruine gekommen und da ist eine eingestürzte Stelle in der Mauer und man kann dann wählen, ob man bei der eingestürzten Stelle reinklettert über den Steinhaufen oder ob man zum Tor reingeht, wo irgendwie komische Dinge davor stehen. Und naja, ihr seid über die Steine geklettert, ja. Und dann hatte man die Wahl, also stand im Abenteuer, die Leute sollen mal gucken. Wenn sie sich die Steine angucken und ihnen eine Probe gelingt, sehen sie, dass die leicht zusammenstürzen und dass es da so eine kleine Steinlawine gibt. Und wenn einer rüberklettert, dann muss er eine Probe machen oder er kriegt ein wie vier Schaden, weil er in Steine rutschen kommt. Und es war exakt die erste Aktion, die gemacht wurde. Einer ist hochgegangen. Hat's versaut, ist gestorben. Erste Figur weg, direkt bei der allerersten Aktion, die gemacht wurde. Und dadurch, dass alle vier Stück hatten jeweils und das Abenteuer auch noch vorsieht, dass man in der Mitte nochmal auffüllen kann, wenn zu viele Leute gestorben sind, funktioniert das. Das hat total Spaß gemacht. Wobei ich ja sagen muss, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen albern. Wahrscheinlich auch diese Geschichte, mein Zauberer hat ausgewürfelt zwei Trefferpunkte oder mein Kämpfer hat ausgewürfelt vier Trefferpunkte oder sowas. Das mag für den einen oder anderen albern klingen. Ist denn da trotzdem noch eine gewisse Tiefe drin? Also ich stelle mir dann immer so vor, dass man das Ganze ja leicht beheben kann, wie du sagtest, schon mit Hausregeln. Der grundsätzliche Ansatz von diesem heroischen Spiel hat ja schon eine gewisse Wichtigkeit hier. Ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, wenn du dir das eben langsam erarbeitest, aber auch immer noch einen Bereich hast, der wesentlich mehr Batman ist als Superman, so wie es im Oldschool Primer drin stand. Das fand ich schon sehr interessant, weil das eben dann menschlicher bleibt alles. Ich finde es sehr spannend, eine Figur durchzukriegen, die eigentlich keine Überlebenschance hat. Danach fühle ich mich wirklich wie ein Held, oder die Figur fühlt sich wie ein Held, was ja eigentlich auch viel mehr dieses normale Leute in ungewöhnlichen Situationen, das ist ja so dieses Heroische, finde ich persönlich sehr spannend, sehr interessant und kann eigentlich auch nur klappen, wenn man die Charaktererschaffung auf dieses Minimum reduziert, was ja das Oldschool-Rollenspiel bringt. Nämlich man würfelt sechs Attribute aus, man wählt eine Klasse und dann noch ein bisschen Ausrüstung und dann bist du fertig mit der Charaktererschaffung. Das ist, wenn alle wissen, was sie tun, dauert das keine 5 Minuten. Und dadurch, dass man sich nur einen Namen ausdenken muss und keine lange Hintergrundgeschichte, weil die Leute ja das ihren Hintergrund erarbeiten sollen oder sich das im Spiel ergibt, hat man halt schnell eine Ersatzfigur und dann ist es egal, ob eine stirbt oder nicht. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die unglaublich viel vorher in ihre Figuren investieren wollen. Die wollen sich zu Hause hinsetzen und wollen sich ausdenken, dass sie die Erben von irgendeiner Reihe von was weiß ich was für Königen sind und einen besonderen Gegenstand hinterher oder einem besonderen Gegenstand hinterher fiebern, dem Großvater von Orks geklaut wurde und tralala. Und wenn man da natürlich so viel in eine Figur investiert oder eben wenn man komplexere Regeln hat, dann macht das keinen Spaß, wenn die sofort drauf geht, die Figur. Das ist keine Frage. Also ich bin ja mehr der Spielleiter-Typ, das heißt, meine Figuren sind immer ersetzbar. Ich denk mir eine aus, spiel die eine Weile und dann ist es vorbei. Insofern hätte ich da Spaß dran. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn man keinen Spaß dran hat. Dann muss man an der Stelle definitiv Hausregeln finden. Wir sind natürlich jetzt schon sehr lange bei dem Thema, aber ein Punkt würde ich eher noch sagen, was ich mir durchaus vorstellen kann, was eben schwierig ist, ist, wenn du wirklich den Zauberer spielst, der erst am Ende sein Highlight erreicht. Ist das nicht ein bisschen anstrengend in den ersten Stufen? Ist das nicht ein bisschen, ich kann irgendwie sehen, dass alle anderen irgendwas können, aber ich kann gar nichts. Ich finde, in späteren Varianten von den Spielen gibt's immer wieder Sachen wie Zaubertricks oder so, die der Zauberer dann trotzdem noch machen kann. Bei D&D 5 hast du ja noch Möglichkeiten, sogar leichte Angriffszauber zu haben, also wie sehr kleine Angriffszauber nur. Aber du kannst eben noch was machen und nicht nur einmal magisches Geschoss und dann ist Feierabend.
Wie ist das als Zauberer? Ist schon die Klasse, die am meisten Schmerz bereitet am Anfang, oder? Und der Dieb, der ist genauso. Der kann seine Sonderfertigkeiten noch nicht sehr gut und hat auch nur 1W4 Trefferpunkte. Das heißt, der ist auch sofort hinüber und ist halt der Typ, der schleicht und macht. Trotzdem hatten wir damals in unserer Schulrunde einen, der immer Diebe gespielt hat. Und der hat es geschafft, an einem Spielabend 3 von den Dingern zu verschleißen, weil auch immer vorgeprescht ist und immer komische Sachen gemacht hat. Und wir haben einen Mers Abenteuerreihe damals gemacht. Das waren so nette kleine Dungeons, nett für Mers aufbereitet. Und der hat in diesen 3 Abenteuern 5 Charaktere verschlissen. Und das war zu einer Zeit, wo ich nicht sehr brutal Leute umgebracht habe, sondern dass man musste sich schon anstrengen, um drauf zu gehen. Das hat er geschafft. Ich glaube, das führt uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, nämlich, dass es mehr um die Spielerfähigkeiten als um die Charakterfähigkeiten geht bei Oldschool-Rollenspiel. Das ist, da gab es ja auch keine Fertigkeiten und das wurde alles über Beschreibungen und über Ideen gemacht. Und das war natürlich auch bei den Magiern so. Die hatten halt nicht den Zauberspruch, der auf dem Charakterbogen stand. Und die hatten auch nur eine Waffe, die minimalen Schaden macht. Das heißt, im Nahkampf konnten die auch nicht so viel reißen, was Schaden angeht. Aber die konnten sich was ausdenken. Die konnten Monster ablenken, indem sie Sand auf die schütten oder mit kleinen Kieseln werfen. Die konnten Fallen aufstellen und düdel rufen und haben die Monster irgendwie in die Falle locken. Die konnten solche Sachen machen. Und da das eine viel zentralere Rolle im Oldschool-Rollenspiel spielt, ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn man am Anfang nicht so viel auf dem Charakterbogen stehen hat. Nur weil es nicht in Regeln gegossen wurde oder nur weil es nirgendwo steht auf dem Charakterbogen, heißt es nicht, dass ich es nicht tun kann. Ich fand zum Beispiel es sehr interessant, dass man sagt, dass grundsätzlich der gesunde Menschenverstand hier über dem Regelwerk dann steht. Weil das Regelwerk ja auch an sich sehr komprimiert ist und gar nicht so viel da drin steht. Da musst du zwangsläufig auch dann als Spielleiter immer deine Regelungen statt Regeln machen. Ja, absolut. Es ist, das ist ja auch in diesem Beyond the Old School Primer ein Punkt, der da erwähnt wird. Und er hat das Beispiel, dass wenn man einen Gelatinous Cube, wie hieß denn das? Ja. Ein Gallat-Würfel war das im Deutschen, genau. Ja. Das ist also ein Würfel von 3 Meter Durchmesser, der durch Dungeon-Räume kriecht und einfach über Dinge rüberkriecht, wie eine Amöbe. Und dann werden die aufgelöst in seinem Magen, bis auf magische Gegenstände. Und das war, ich glaube, damals das Argument, das war quasi der Dungeon-Staubsauger oder die Reinigungseinheit oder so ähnlich. Warum die? Weil die Gänge waren ja auch immer alle genau 10x10 Fuß. Ne? Also, ja, der passt. Genau wie der Gelatinous Cube. Ja, der passt genau rein. Passt da genau rein. Und dann siehst du den auch nicht sofort. Das ist dann einfach so verschwommen. Das auch noch, weil er ja so halb durchsichtig ist. Ne? Genau. Und er hat jetzt hier den Beispiel, wenn es also die besondere Fähigkeit gibt, Leute umwerfen und die haben dann einen Malus, weil sie am Boden liegen. Und in der Fertigkeit steht aber nicht drin, dass das nicht bei dem Gallatwürfel wirkt. Aber der Gallatwürfel kann natürlich nicht umfallen, weil er genau den Gang ausfüllt. Und der hat sowieso kein Unten und keine Füße und der hat auch keine Augen. Dementsprechend funktioniert die Fähigkeit bei dem einfach nicht. Und das ist was, was man entscheiden muss im Spiel und was nirgendwo steht. Das ist theoretisch natürlich mit modernen Rollenspielen immer noch so, aber wenn man ein bisschen in die Details guckt, glaube ich, wird das manchmal gern übersehen, weil in den Regeln steht ja, man kriegt den und den Malus, wenn man von hinten angreift und dann wird stundenlang diskutiert, wo dann der Gallatwürfel hinten hat. Die Antwort ist natürlich nirgendwo. Es ist wie mit den Fertigkeiten. Also du hast ja eben die 6 Attribute, aber du hast ja eigentlich keine Fertigkeiten. Die kann man dann, außer der Dieb, der hatte ja seine Diebesfertigkeiten dann, oder eben dann bei neueren Sachen hast du dann eben auch durchaus irgendwie Fertigkeiten, die dir einen kleinen Bonus geben oder sowas oder einen Hintergrund oder irgendwie sowas. Aber letztendlich hast du nicht irgendwie sowas wie Blöffen oder Motiv erkennen oder sowas, wie die Skillliste bei D&D 3 oder 3.5. Und wenn du den Wachmann oder den Zauberer davon überzeugen willst, dass er dich in die Stadt lässt oder dir den Trank verkauft oder sowas, dann musst du als Spieler das eben ausspielen. Interessant fand ich dann auch, dass so eben, ist dann egal, ob du Charisma 6 hast als Figur, es geht dann darum, als Spieler versuchst du jetzt zu überzeugen, wie das funktioniert, ohne den Würfelwurf. Als wir angefangen haben zu spielen, das war ja, die Regeln waren ja wirklich sowas wie Fertigkeiten anwenden oder sowas wurde noch nicht mal irgendwo beschrieben. Eine Probe auf ein Attribut zu machen, kam erst später als optionale Regeln. Das war am Anfang überhaupt nicht vorgesehen. Und dementsprechend war es so, wenn man in den Dungeon-Raum gegangen ist, dann hat man erstmal geguckt, sehe ich irgendwo eine Falle? Und wenn
sozusagen nichts Offensichtliches da war. Der Spieler hat da beschrieben, da steht eine Truhe und auf der Truhe sind Einlegearbeiten oder der Deckel besteht aus Holzeinlegearbeiten, unterschiedliche Farbe. Und die Scharniere sind angerostet und das Schloss sieht sehr stark aus und ist aber total glänzend. Fragt man sich, warum die Scharniere rostig sind. Dann haben die Charaktere ihren 10-Foot-Pole oder ihre 3 Meter lange Holzstange genommen und haben erstmal den Boden abgeklopft, ob da eine Fallgrube ist. Und dann sind sie reingegangen, dann haben sie sich die Truhe angeguckt und haben dann gefragt, hier, diese Einlegearbeiten, kann ich da irgendwas rausnehmen oder kann ich da irgendwo reindrücken? Und wenn ich das Schloss untersuche, dann haben sie erstmal geguckt, sehe ich denn da vielleicht eine Giftnadel drin oder ich versuche das mal zu öffnen, aber ich stecke erstmal einen Löffel rein und guck mal, ob ich da irgendwas verbiegen kann oder so. Der Löffel. Ja. Das war bei uns ein total wichtiges Utensil. Wir haben in jedes Schlüsselloch, was da war, besonders bei Türen, weil die häufig mit Giftnadeln gesichert waren, wurde da erstmal ein Löffel reingesteckt in das Schlüsselloch, damit da keine Giftnadel rauskommen kann. Ich verlinke den Artikel. Das ist einer der schönsten Artikeltitel. Genau. Wir hatten immer einen Löffel dabei. Ist wunderbar. Genau. Das ist Kunst. Da hattest du mich drauf gebracht, dass ich das als Titel nehmen soll. Ja. Genau. So hat das damals funktioniert. Der Spielleiter hat eine Situation beschrieben und die Spieler haben beschrieben, was sie machen. Und daraus, was sie machen, ergab sich das im Dungeon. Und die Sache, ich untersuche den Raum, was finde ich, hat nicht stattgefunden, sondern der Spielleiter hat beschrieben, was in dem Raum ist und die Spielleiter haben gesagt, was sie machen. Und einfach untersuchen war dann halt je nachdem. Also ich meine, klar, ne, wenn es hieß, ich suche in der Wand nach einer Geheimtür, gab es da eine Regel für. Man würfelt einen W6 und bei einer 1 findet man die Geheimtür. Außer Elfen, bei denen war es, glaube ich, 1 und 2. Also nicht sehr detailliert alles. Ja. Das heißt, da konnte man dann wahrhaftig mal sagen, ich suche hier nach einer Geheimtür. Aber sonst hat man eher geguckt, sehe ich Fugen, spüre ich einen Lufthauch, gibt es Steine, die ich reindrücken kann. Solche Geschichten. Dadurch wurden die ganzen Fallen auch spannender. Es ist wesentlich mehr ein Dialog-Frage- und Antwort-Spielchen. Der Spieler beschreibt sehr deutlich, was er tut. Und der Spielleiter erklärt dann, was der Spieler sieht, beziehungsweise was seine Sinne so wahrnehmen. Ganz ehrlich, ich habe auch kein Problem damit, wenn du gewisse Sachen durch einen Würfelwurf abhandelst. Also man muss nicht irgendwie alles zigmal ausspielen oder so. Aber es hat natürlich auch seinen Reiz, eben vor der geheimnisvollen Wand zu stehen, wo eben Kerzenflamme jedes Mal flackert. Ah, da könnte irgendwo ein Geheimgang sein und das ist Zuglauf. Ja, es ist das Schlimme dabei ist, dass wenn es Fertigkeitswerte gibt, verlassen sich die Leute halt drauf. Ja, das stimmt. Sämtliches Raumuntersuchen wird degradiert zu einem verborgenes Erkennenwurf oder was auch immer da gerade für eine Fertigkeit ist. Es kann aber auch, muss ich zugeben, bei der x-ten Wiederholung des nach Geheimtüren suchen, ich mache jetzt eine Kerze an und ich mache dies und jenes, wird es auch irgendwann langweilig, keine Frage. Aber da war dann der Spielleiter gefragt, dass der das jedes Mal anders beschrieben hat oder Zeitdruck macht oder was auch immer oder eben einfach sagt, ihr findet das Ding oder ihr findet es eben nicht. Na gut, nicht jeder Raum muss auch irgendwie Geheimtüren haben oder sowas, das kommt ja auch noch dazu, aber was ich ebenfalls sehr interessant finde, das hatte ich in einem Interview mit Robert Schwab mal gehört, der ja auch D&D 5 mitdesignt hat. Da ging es zum Beispiel darum, dass du bei D&D 3 natürlich dann eine Skill-Liste dann hattest. Also von Diplomatie, Motiv erkennen bis hin zu Zauberkunde und solche Sachen. Und da ist natürlich der Punkt, wenn du so ein System hast, aber du hast immer noch dieses Attributesystem. Und die Attribute haben dann maximal einen Bonus von +4 oder sowas, wenn du 18 hast. Oder darüber hinaus, wenn du dann irgendwelche Boni noch findest oder Wünsche oder sowas. Dann ist es natürlich am Anfang noch völlig in Ordnung zu sagen, ich habe meinen Diplomatiewurf, da habe ich einen Rang von 2 und ich bekomme +4 für meinen 18er Charisma-Wert. Auf Stufe 10 oder sowas wird es irgendwie absurd, weil dann ist dein Attributswert immer noch +4, aber mein Rang in dem Skill ist bereits auf 12 oder 15. Dann wird es ziemlich merkwürdig, weil dann wird dein Attribut degradiert. Da habe ich nie drüber nachgedacht, aber ja, er hat völlig recht. Wenn du beides hast, wird's irgendwie merkwürdig. Darum würde ich schon sagen, dass die, also dieses Unterattribute-Würfeln, was ja bei vielen von den Oldschool-Spielen dann vorkommt, finde ich da eigentlich ganz nett. Das reicht dann auch. Wenn du dann noch einen Skill hast, der dir irgendwie einen Bonus gibt auf das Attribut, in der und der Situation ist es völlig ausreichend. Mehr Skills brauche ich da nicht. Hat nur den Nachteil, dass dadurch, dass die Charaktererschaffung zufällig war, ne, man hat ja ausgewürfelt, dass dann Leute, die ein bisschen Pech beim Würfeln hatten, sich also sehr schlecht fühlen und sagen, meine Figur kann ja nichts und sich in ihr Schwert stürzen, damit sie eine neue auswürfeln können. Ja, das stimmt. Habe ich erlebt. Das ist ja also, kein Witz. Einer gesagt, nee, den finde ich zu doof. Der stürzt in sein Schwert und ich mache mir einen neuen.
wie albern. Aber wenn man halt nur diese kleinen Boni und Mali hat, hat das auch durchaus Vorteile. Also ich persönlich weiß gar nicht. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn das Attribut nach und nach degradiert wird, weil das geht ja auch durchaus, ist ja gar nicht so falsch, wenn man sich die Realität anguckt. Ne? Also klar, wenn ich jemand bin, der keine Probleme hat, vor Leuten zu reden, weil ich ein bisschen extrovertiert bin und nicht auf die Klappe gefallen, dann kann ich das erstmal besser als einer, der schüchtern ist und nicht gern redet. Aber beide können mit den passenden Rhetorikkursen und den passenden Übungen zu richtig guten Rednern werden, unabhängig von dem, was sie ursprünglich konnten. Und insofern finde ich es jetzt gar nicht so realitätsfern. Es ist spieltechnisch vielleicht ein bisschen komisch, aber müsste ich mal, habe ich lange nicht mehr so erlebt. Insofern müsste man sich das in der Spielpraxis nochmal angucken. War eben das Besondere bei der dritten Edition, wo dann eben auch eine Skillliste dazu kam, weil es gab ja dann eben sehr viele Rollenspiele, die mit Fertigkeiten gearbeitet haben, und dann hat man für D&D dann auch Fertigkeiten genommen. Aber gut, was dazu kommt, ist natürlich, dass du, wie du ja schon sagtest, die Figuren haben dann eben die 6 Attribute und mehr ist ja dann, ne? Deine Klasse noch und deinen Namen, und das war's dann eigentlich. Wie sich die Charaktere dann so im Laufe der Zeit voneinander unterscheiden, ist ja unter anderem durch die Ausrüstung. Da fand ich sehr interessant, dass man eben mit magischen Gegenständen zum Beispiel durchaus auch seinen Charakter formen kann, weil das ist dann eben der Kämpfer mit der magischen Axt, und der unterscheidet sich von dem Mann mit dem Schild, was den von der Feenkönigin verschenkt wurde oder sowas. Da kommt dann noch mal ein bisschen mehr Farbe ins Spiel rein. Ja, ich glaube, das ist was ursprünglich gar nicht so vorgesehen war von den Designern, was sich dann einfach von alleine ergeben hat. Also unserer Erfahrung nach gab es ziemlich viele magische Gegenstände. Die konnte man zwar nicht in einem Shop kaufen, wie das dann später bei D&D 3 und 3,5, glaube ich, viel gemacht wurde. Aber die wurden halt regelmäßig gefunden. Also es gehörte zu jedem besiegten großen Gegner, speziell Endgegner, gehörten so und so viel Goldmünzen, so und so viel Silbermünzen und die magischen Gegenstände. Viele davon natürlich verbrauchbar, wie magische Spruchrollen, die dann gelöscht wurden, wenn man die einmal gesprochen hat. Oder Tränke, die sich verbraucht haben, aber halt auch viele Sachen, die nicht waren. Und die Abenteuer sind davon ausgegangen, dass eine durchschnittliche Menge an magischen Gegenständen in der Gruppe vorliegt. Also Abenteuer irgendwie für 5., 6. Stufe sind davon ausgegangen, dass jeder eine magische Waffe hat und dass ein Monster, was nur durch magische Waffen zu verletzen ist, nicht die Gruppe auslöscht, weil einfach genug magische Waffen da sind. Das war für die Charakterentwicklung zumindest damals bei uns nicht bewusst, aber das war trotzdem ein wichtiger Punkt. So konnte man sich ein bisschen individualisieren. Die beiden Kämpfer, die sonst die gleichen Trefferpunkte haben, haben sich ja sonst kaum unterschieden. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn der eine eben die ganze Zeit mit dem Bogen kämpft und der andere eben mit dem magischen Schwert. Ja, eben, ne, genau. Es ist witzig hier bei diesem Beyond the Old School Primer, in dem Artikel, ist einer der wichtigen Punkte drin, dass es nicht um magische Gegenstände geht. Jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken, wo war der Punkt? Limited Magic Items ist der Eintrag in dem Artikel. Das eben moderne Fantasy-Rollenspiele, da geht man in den Shop und kauft ordentlich ein und kriegt ganz viel magische Gegenstände. Und damals war das nicht so. Und wie gesagt, das haben wir echt anders erlebt. Es gab magische Gegenstände in Hülle und Fülle. Als ich dann später DSA gespielt habe, da war dann der eine magische Gegenstand, der einen Bonus von 1 auf die Attacke gab, war das Highlight des Abenteurerlebens. Da gab es nicht viel. Das ist so ein. Ich habe mal irgendwann eine Geschichte gehört, was ich sehr witzig fand. Da hat einer Schwerter plus 1 gesammelt. Das sind die Dinger, die man in den ersten 3 Stufen irgendwie dann mal kriegt als was Besonderes, und danach kriegt man die Dinger hinterhergeschmissen. Will kein Mensch mehr haben, weil alle haben plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 Schwerter. Und der hatte einen anderen magischen Gegenstand, irgendwie, ich glaube, ein tragbares Loch oder so ähnlich, oder irgendwie so eine Pocket-Dimension oder irgendwas. Und der hat die ganzen Plus-1-Schwerter, die die anderen nicht haben wollten, hat der einfach in dieses Loch geschmissen und hat die mit sich rumgeschleppt. Warum? Der Spielleiter hat sich immer gefragt, was will der damit? Ja. Und die Auflösung war dann, irgendwann hatten die eine größere Geschichte und hatten mit einer Armee zu tun, und der hat dann damit eine kleine Armee ausgerüstet, dann dadurch die Gegner platt gemacht hat. Das ist okay. Also es gab dann genug magische Schwerter im Laufe des Abenteurerlebens bis 10. Stufe oder so, dass der eine kleine Armee damit ausrüsten konnte. Also es gab genug, würde ich behaupten. Ich meine, es ist natürlich auch eine Frage des Stils, also was man eben machen möchte. Also ich hätte jetzt auch eher gesagt, dass man magische Gegenstände nicht so inflationär einsetzt. Das ist aber auch, je nachdem, was man für ein Spiel spielt, unterschiedlich. Ich kann mich noch gut erinnern, als es für
das Spielleiterbuch für Lamentations einen Wettbewerb gab, dass man magische Gegenstände einschicken konnte, hieß der Grundgedanke keine +1-Waffen. Die sind langweilig. Ich möchte also keine +1-Schwerter, +1-Rüstung und so weiter haben. Und das ist natürlich auch verständlich, weil wenn du das +1-Schwert findest, wird es irgendwann abgelöst durch das +2-Schwert. Das ist eben ganz natürlich. Darum stecke ich meine +1-Schwerter nämlich in meine geheimnisvolle Pocket-Dimension, um irgendwann Soldaten damit auszurüsten. Wenn ich aber jetzt Gegenstände habe, die eben nicht so funktionieren, die einfach nicht nur rein mechanisch funktionieren, sondern eben was Besonderes haben, wie zum Beispiel ein Unsichtbarkeitsring oder sowas, der ist ja auch noch auf Stufe 10 oder so nützlich. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass man eben dann nicht ganz so inflationär umgeht mit den Gegenständen, sondern eher schaut, dass es wirklich was Besonderes ist, was man dann findet. Ich denke, dass da aber auch jede Variante von Oldschool-Rollenspielen ein bisschen anders ist, wie man damit umgeht. Meine Erfahrung damals war, dass dieses +1 und +2-Waffen sind langweilig, hat sich sehr schnell durchgesetzt, vor allem durch Zeitschriftenartikel und so. Und da wurde dann versucht, die Gegenstände irgendwie individueller zu machen und so weiter. Aber also ich weiß, dass es bei uns immer nur mäßig geklappt hat, weil irgendwann ist halt auch der Unsichtbarkeitsring einfach nur ein Routinegegenstand, den man halt benutzt oder nicht benutzt. Und das ist dann einfach ein Werkzeug, wie viele andere auch, was verteidigt wird, wenn es geklaut wird. Ich glaube, ganz früher, wo es halt diese +1, +2-Waffen gab, war das einfach so integraler Bestandteil der Charakterentwicklung, dass das wie Erfahrungspunkte halt nach und nach verteilt wurde. Und dadurch konnte dann eben eventuell auch der Magier mal in den Nahkampf gehen, weil er eben seinen Dolch +4 hatte und konnte auch da ein bisschen was reißen. Lamentations of the Flame Princess geht da ja sowieso ein bisschen andere Wege. Da gab es ja in der ersten Ausgabe auch keine Monster, weil es da hieß, Stimmt. Die Gegner sind Menschen und wenn wir ein Monster haben, dann muss das ganz was Besonderes sein, weil ja das ganze Spiel auf diese Weird Fiction, Horror und so weiter aufbaut, dass eben die Monster wirklich was Grausiges sind, die erstmal erkundet und dann besiegt werden müssen. Deswegen keine Monster im Spielerhandbuch, was jetzt beim neuen, glaube ich, anders werden soll. Ich glaube, das war eins der Stretch Goals. Wir kriegen Monster. Da war, glaube ich, auch die gesamte Herangehensweise war so, dass du keine Angst hast vor dem Troll, weil du kennst ja den Troll schon auswendig. Du weißt, er ist so und so viele Trefferpunkte, der hat so einen Grundangriffsbonus, den muss man verbrennen, sonst funktioniert das alles nicht. Da war dann eher der Punkt, wenn ich ein Monster sehe, muss es wirklich tatsächlich völlig anders sein als alles, was bisher da gewesen ist. Und darum hatte er im ersten Ding, glaube ich, nur den Vampir als Beispielschablone mal gegeben, wie so ein Monster aussehen könnte. Könnte sein, ja. Also er hatte ein Monsterkapitel, aber da hat er sich nur allgemein über die Darstellung ausgelassen und hat keine direkt genannt. Kann sein, dass er den Vampir als, weiß ich nicht mehr. Hm. Bleiben wir mal kurz bei den Monstern und kommen wir zu einem Teil des Oldschool Primers, beziehungsweise des Artikels Beyond the Oldschool Primer, den wir etwas unterschiedlich sehen, weil deine Erfahrung auch entgegengesetzt ist. Und zwar geht's in den Rollenspielen hier nicht nur um den Kampf. Das würde ich sagen, weil das Kampfsystem natürlich recht rudimentär ist. Da sind ja nicht so viele taktische Finessen möglich, wie eben in jüngeren Varianten von D&D. Aber deine Erfahrungen haben gezeigt, es kann auch anders sein. Ja, es geht nicht nur um Kampf als wichtiger Punkt hier. Das war bei uns definitiv anders. Also ja, das Kampfsystem ist sehr abstrakt. Diese Trefferpunkte sind also nicht gleich Lebensenergie. Das ist was nirgendwo steht, was aber eigentlich logisch ist und was nachträglich dann reininterpretiert wurde. Diese Trefferpunkte sagen nicht, wenn ich 5 verloren habe, habe ich einen Schnitt von der und der Tiefe und habe so und so viel geblutet, sondern das ist so ein Mittelding aus Kampfglück und vielleicht ein paar blauen Flecken und so weiter. Deswegen kann man auch mit höheren Stufen so wahnsinnig viel mehr Trefferpunkte haben, weil es eben weit mehr ist als nur die Konstitution. Und der Kampf war halt Treffen, dann kriegt man Schaden und in der, ich glaube in AD&D Second Edition war das, da war eine Kampfrunde eine Minute. Ein Angriffswurf war eine Minute. Und das spiegelt halt wieder, dass so ein Angriffswurf im weit mehr ist als ein einzelner Schwertstreich, sondern ein Taktieren und hin und her springen und umeinander rumlaufen und so weiter, was alles mit einem Würfelwurf abstrahiert dargestellt wurde. Und wir haben definitiv Monster runtergewürfelt. Und das hat teilweise auch Stunden gedauert. Und nicht wie es hier in dem Beyond the Oldschool Primer steht, dass das relativ schnell geht. Geht sicherlich schneller, als wenn man so einen super taktischen D&D-4-Kampf hat, der einfach sehr im Zentrum steht, aber war trotzdem sehr zentraler Bestandteil, weswegen wir dann auch irgendwann Kämpfe alle langweilig fanden und dieses Hack and Slay, wie es damals hieß, doof fanden, weil nur Monster totschlagen war halt nur ein Runtergewürfel und das war irgendwann nicht mehr spannend. Hier greift ja dann auch wieder dieser Aspekt, den wir ganz am Anfang mal hatten, dass du Dinge machen kannst, die auch nicht in den Regeln stehen, um den Kampf eben ein bisschen aufzubohren. Sand in die Augen des Monsters schmeißt als Zauberer, wenn du keine Zauber mehr hast. Oder dass du eben ganz
ganz ungewöhnliche Sachen mit die Umgebung benutzen, ne? Also den Dungeon als Schlachtfeld benutzen und solche Sachen. Das finde ich sehr spannend. Habe ich tatsächlich aber sehr selten gesehen in Rollenspielrunden bislang. Ich leider auch. Okay. Das ist so. Es wird zwar immer wieder beschrieben, dass das gemacht wird und ich versuche das als Spieler auch immer wieder, aber so häufig hat man dann keine Möglichkeit und es läuft sehr, sehr häufig, selbst bei den besseren Spielen, sag ich mal, oder bei anderen Spielen, die das ein bisschen anders handhaben, den Kampf, selbst da läuft es ganz häufig auf ein Runterwürfeln von Attributspunkten raus. Ich habe bisher, oder habe jetzt in jüngerer Erfahrung, habe ich es einmal anders erlebt in einer Dungeon Slayers Runde auf einem Con. Das war eins von diesen Dungeons to go. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Wir nennen es einfach mal Vier Trolle in der Höhle, darum ging's. Ein exzellenter Titel. Genau, weil darum ging es. Wir kamen irgendwie alles, was ein guter Titel braucht. Genau, nur dass er dummerweise die Pointe des Abenteuers vorausnimmt. Aber es sind am Ende fünf. Nachträglich betrachtet. Oh, Wahnsinn. Ja. Stimmt, ich glaube, es waren sogar fünf, siehst weil du? Es war nämlich noch ein Kindertroll mit dabei, der dann irgendwie. So sieht's genau. aus. Nee, aber das war irgendwie, wir waren in einem Dorf angekommen und das ist wieder mal die verfluchte Höhle, die irgendwo sein sollte oder eine verfluchte Zwergenmine. Und dann sind wir da hingekommen und dann waren dann da irgendwie Zwergenköpfe aufgespießt vor dem Höhleneingang oder vor dem Mineneingang. Und dann kam irgendwie so ein großer, breiter Troll raus und wir stellten dann relativ schnell fest, dass die Viecher super schnell Schaden regenerieren. Und dann haben wir uns ein bisschen mit denen gekloppt und mussten uns dann erstmal zurückziehen, was wir auch machen konnten, weil die Höhle nicht verlassen konnten, weil sie gegen Licht empfindlich sind. Ne? Und dann stellte sich irgendwann während des Kampfes raus, dass sie auch gegen Feuer empfindlich sind. Und dann konnten wir dann taktieren. Dann hat dann mein Kämpfer, weil er keinen Fernkampf fahren konnte, ist er hingerannt, hat im Nahkampf die Ölflasche auf der Brust des Trolls zersemmelt und ist dann zurückgesprungen und der Magier mit der Feuerlanze konnte den in Flammen setzen und so haben wir die dann doch irgendwie besiegt. Das war ein 4 Stunden Spielabend, war sehr spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und wir konnten halt taktieren und konnten, ne, mussten ein Rätsel lösen mitten im Kampf. Das ist aber echt die Ausnahme sowas, also zumindest in meiner Erfahrung. Ich habe dann so viel probiert als Spielleiter, habe den Spielern immer wieder gesagt, hier, denkt dran, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, ja, ich greife an. Ja. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil eben doch, wenn es nicht auf dem Charakterbogen steht, denken die Leute einfach nicht dran, obwohl das im Oldschool-Rollenspiel eigentlich anders sein sollte. Einer der Punkte ist, dass es eben nicht so sein soll. Nicht erwähnt heißt nicht verboten, war einer der Punkte hier. Das heißt, im Oldschool-Rollenspiel kann man auch Dinge, die nicht auf dem Charakterbogen stehen, und das sollte man eigentlich in modernen Rollenspielen auch können. Komischerweise vergessen es die Leute sehr häufig. Nach meiner Erfahrung. In den wenigen Ausnahmen, die ich erlebt habe, war das immer ein sehr spannendes, sehr tolles Spiel. Sehr kreativ und definitiv auch 10 Kämpfe hintereinander wären dann 10-mal auch Rollenspiel und Rätsel lösen und alles zusammen, wenn es dann klappt, wenn die Leute nicht einfach runterwürfeln. Komischerweise im Kampf werden Würfel rausgeholt und werden runtergewürfelt. Bei Dungeon Slayers erlebe ich das auch immer wieder, was ja nun eigentlich durch die Battlemat, die man benutzen soll und durch Regeln, dass man sich sehr dynamisch bewegen kann und so, eigentlich alle Möglichkeiten bietet, um sich viel auszudenken. Der Christian kenne ich, der Macher, berichtet auch aus seiner Gruppe immer wieder, dass der sehr kreative Spieler hat, die also die Battlemat komplett ausnutzen, sehr taktisch vorgehen, dadurch sehr, sehr spannende, sehr dynamische Kämpfe hinkriegen. Hat bei mir nie geklappt. Die Leute würfeln runter, ich greife an, Attacke. Vielleicht ist es deswegen so, weil gerade in dieser Situation, in dieser Kampfsituation, das Regelwerk so weit in den Vordergrund tritt. Ansonsten ist es, blubbert es so im Hintergrund und die Regeln tauchen auf, wenn ich sie gerade brauche. Aber im Kampf ist eben mehr Regel. Dann sind mehr Statistiken wichtig. Dann ist die Initiative wichtig, wann ich handeln darf. Dann ist es wichtig, welche Rüstungsklasse der Gegner hat und welchen Angriffsbonus und solche Sachen. Das ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn ich mich mit dem Rat des Königs unterhalte oder sowas. Kann gut sein. Mhm. Kann auch sein, dass es schlechte Erfahrungen sind. Kann auch sein. Ich habe auch relativ häufig schon erlebt, dass Spielleiter mit Kreativität im Kampf nicht so richtig umgehen können, nenne ich es mal sehr negativ formuliert. Dass also der Gedanke, durch eine gute Idee bringt sich derjenige einen richtig echten Vorteil im Kampf, der eventuell dafür sorgt, dass der Gegner eben kein spannender Gegner mehr ist, sondern dass der nebenbei mit besiegt wird. Bei allen Spielern, Spielleitern, dass man so einen Widerwillen hervorruft, das ist doch jetzt der Endkampf, der kann doch nicht so schnell besiegt werden wegen einer guten Idee. Und dass dann dadurch gegen diese kreative Sachen immer so ein bisschen gegengearbeitet wird, noch einen größeren Malus drauf oder man muss irgendwie 8 Proben machen, bis das endlich mal gelungen ist oder sowas. Und wenn man sowas 4-mal erlebt hat, dann hat man natürlich auch keine Lust mehr, sich was auszudenken. Das ist natürlich schade. Ich glaube, da ist es dann auch wichtig, die Rolle des Spielleiters einzuschätzen. Die Spieler spielen ja kein Turnier gegen den Spielleiter. Es geht ja dann darum, dass der Spielleiter eben die neutrale
Position einnehmen soll. Soll sie weder bevorteilen noch benachteiligen in den Abenteuern, die sie erleben. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit eben dieser Spielbalance, die man dann so hat. Das heißt nicht, dass jede Begegnung konstant auf die Gruppe abgestimmt sein soll, sondern eben es wird eine Welt dargestellt und die Welt hat eben, manchmal ist sie zugunsten der Spieler, manchmal zu Ungunsten und manchmal kann man eben versuchen, sein Glück zu machen, wenn man ein Risiko eingeht. Ja, komischerweise, das ist immer einer der wichtigsten Punkte, die in allen Oldschool-Diskussionen gemacht werden. Spielbalance ist Quatsch. Wir haben die Situation, dass die Charaktere sich mit einem roten Drachen, also einer der mächtigsten Drachensorten, einlassen kann, wenn die Spieler das in der ersten Stufe gern wollen. Aber der Spielleiter würde sie halt, nimmt halt keine Rücksicht. Das heißt, die Chance zu sterben ist sehr groß. Aber wenn sie es denn schaffen, können sie ihn auch besiegen. Das steht immer überall, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. In unserer Erfahrung damals sind immer alle von einer gewissen Spielbalance ausgegangen. Es sind immer alle davon ausgegangen, wenn wir einen Dungeon betreten, dann können wir den noch überleben. Das war eigentlich integraler Bestandteil. Auf der anderen Seite ist natürlich dieser Spielbalance-Gedanke, diesem kreativen Vorgehen im Kampf, steht denen so ein bisschen entgegen. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen die Entwicklung. Eine Situation von einem Abenteuer von Matt Finch, dem Swords and Wizardry-Erfinder, der immer sehr kreative Abenteuer geschrieben hat und wahrscheinlich auch noch tut. Das war so ein The Tomb of the Iron God heißt das, glaube ich. Da ist eine Situation, wo 100 Skelette in einem Raum stehen, die jeden angreifen, der nicht eine bestimmte Robe anhat. Und das Abenteuer ist für Stufe 1 bis 3, wenn ich mich nicht irre, oder zumindest für niedrigstufige. Das heißt, wenn eine Gruppe von Charakteren reinkommt, unvorbereitet, und die 100 Skelette, die angreifen, haben die absolut keine Chance. Die können wirklich nur weglaufen. Sind auch ungefähr genauso schnell oder nur minimal schneller und dann ermüden die Skelette nicht. Und so, da muss man sich auch noch irgendwas ausdenken. Das heißt, da ist wirklich Flucht die einzige Möglichkeit. Etwas, was in einem modernen Rollenspiel die Leute wahnsinnig machen würde. Die wären alle stinksauer auf den Spielleiter, dass der eine Situation baut, die die Gruppe umbringt, und da keiner weglaufen würde, würden die ja auch alle gnadenlos untergehen. Wenn aber die Charaktere dann diese Roben finden und dann zwischen die Skelette gehen, können die halt auch einfach nach und nach kaputt machen, einfach weil sie die Roben anhaben und die Skelette nicht reagieren. Das heißt, wie der Kampf auch immer stattfindet, es ist entweder ein gnadenloses Gemetzel in die eine Richtung oder ein gnadenloses Gemetzel in die andere Richtung. Und das ist was, was in einem modernen Rollenspiel nicht gern gesehen wird. Also da muss es halt ein ausbalancierter Kampf sein und da rechnen auch alle damit. Und wenn man mit sowas rechnet, der nächste Gegner kommt bestimmt, kann der Spielleiter auch sehr großzügig mit kreativen Ideen von den Spielern umgehen und kann auch verrückte Sachen mal gelingen lassen oder eben auch umgekehrt. Finde ich persönlich eigentlich viel spannender, aber in der Praxis scheitert es dann häufig an den Erwartungen der Spieler. Leider, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, dass in so Situationen Flucht nie als Option wahrgenommen wird. Also ich kenne das eben auch aus meinen Runden. Da wird eben lieber bis zum bitteren Ende gekämpft, als eben die Flucht in Betracht zu ziehen. Ja, das ist wahrscheinlich einfach Spielerinstinkt, würde ich vermuten. Das ist so, eine Flucht ist eine Niederlage oder wird als Niederlage empfunden. Und die wenigsten empfinden die Flucht als, ich komme später wieder und zeig's denen dann. Das muss man, glaube ich, von ganz früh gelernt haben, dass man ab und zu weglaufen muss und einen normal oder einen anders sozialisierten Spieler zu nehmen und den in Situationen zu bringen, wo er weglaufen muss, macht die alle wahnsinnig. Also in meiner alten DSA-Gruppe, wo ich war, einer der sehr kreativen Spieler, dem habe ich mal erzählt von einer Situation, wo die Charaktere irgendwie auf eine Banditenlager stoßen und aber gegen die keine Chance hätten, sondern Guerillataktiken anwenden müssten, wenn sie denen begegnet wären und so. Und sein einziger Kommentar wieder, oh Gott, sowas hasse ich ja wie die Pest. Mhm. Und da war ich bei dem sehr überrascht, weil der ein sehr, sehr, sehr kreativer Spielleiter und sehr kreativer Spieler ist, der sich gern Sachen ausdenkt. Aber sowas wie weglaufen müssen oder nicht im direkten Kampf gewinnen können, mögen ganz viele Leute nicht. Also. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also dass Scheitern irgendwie zum Spiel auch gehören kann. Also gerade in den ersten Stufen scheitert man ja dann sehr häufig, weil man eben auch nicht sehr gut ist in allen mit seinen Attributen und mit seinen Möglichkeiten. Aber trotzdem wird es eben als Option nicht unbedingt immer wahrgenommen. Insofern, kleiner Tipp, kann manchmal ganz nützlich sein, wenn solche Sachen vorkommen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch durchaus sein, dass wenn du mit einem, wie eben mit den Trollen, in einen Konflikt gerätst und du weißt, die sind einfach viel zu stark, dass man dann eben experimentierfreudiger wird. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht funktioniert diese ganze Idee von keine Spielbalance nur dann, wenn man mit diesen nichtskönnenden erste Stufe Charakteren auch wirklich anfängt. Ja. Und da erstmal gleich lernt,
ich muss häufiger weglaufen und ich sterbe sehr leicht, damit man dann hinterher auch anders reagieren kann. Bloß dann muss der Spielleiter halt auch die kreativen Ideen der Spieler zulassen und dieses gnadenlose Gemetzel nicht nur für die Gegner, sondern auch für die Spieler mal durchgehen lassen. Sonst funktioniert es nicht. Also man muss da schon ein bisschen umdenken, glaube ich, um das ganz klassische Oldschool-Spiel zu mögen. Ich halte es aber für eine sehr kreative und sehr spannende Angelegenheit, wo Taktik und diverse andere Sachen so ein kleines bisschen über Dinge gestellt werden, die heutzutage angeblich so wichtig sind. So Charakterdarstellung und wichtige Hintergründe und epische Plots und so. Das läuft dann einfach ein bisschen anders. Der Plot ergibt sich aus dem, was die Charaktere machen. Hat auch Vorteile. Ja, würde ich auch sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Der Plot ergibt sich erst. Das ist die Heldenreise sozusagen der Spieler. Und wir schauen den über die Schulter und wir wissen selber nicht genau, was passiert. Ist auch ein super Abschlusswort. Das stimmt wohl, ja. Wir haben uns über den Quick Primer für Oldschool-Rollenspiel unterhalten und den Beyond the Primer dazu genommen. Ich glaube, da waren viele Gedanken bei, mit denen man ins Oldschool-Rollenspiel reingehen kann. Für alle Leute, die alte Hasen sind in dem Bereich, wahrscheinlich nicht viel Neues. Aber für jeder, der sich noch herantastet an diese Art von Spiel, bestimmt ganz interessant. Vielen Dank, Andreas, für den Input. Wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder, würde ich sagen. Und an allen Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Danke auch. Tschüss. Tschüss.